So. Jo, ruhig bleiben. Wollte ich mich durchrollen. Nein! Oh, bitte nicht den Hammer des Todes! Da kommt sie über die Klauen. Oh, jetzt rastet sie richtig aus. Oh, jetzt betet sie. Guck ich das an? Also ist das der Zeitpunkt, wenn sie... Ja, okay. Ich will nicht an der Wand sein. Nein, sie betet wieder. Aber ich weiß nicht, ob man dagegen was machen kann. Ich meine. Durch ihr Beten. Letzten Endes hat sie jetzt nicht viel verloren. Oh lol! Nein! Die Shockwave, da ist Orianna ein Scheiß dagegen! Die betet schon wieder! Das will ich doch kommen! Ich weiß nicht, ob ich hier dann... einfach instant Molly ins Gesicht werfen soll oder so, aber ich meine, ich... Fuck. Lol, da rastet sie ja richtig aus. Wow! Wow! Das hat sie vorher noch nicht gemacht. Nein! Klappt bestimmt gut, wenn man sich voll reinrollt.
Option mehr. Was war denn das? Oh! Wir haben es geschafft! Alter! Oh, boah! Ach du Kacke! Damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass wir das jetzt noch schaffen. Oh, mein Herz. Oh, ich sterbe. Alter Vater. Ja. Erstmal anfassen. Meister Willem, ich will mich verabschieden. Was wollt ihr? Mich betrügen? Nein, aber ihr hört nicht zu. Ich schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. Bei den Göttern, fürchtet es. Schade, Emzor. Und dann an dieser Stelle tschö. Bis morgen oder so. Alter, ey. Haben wir es geschafft beim Second Try jetzt. Also heute. Na, ja, offiziell, ne? Ja, komm, das. Ja. Gestern lassen wir mal außen vor. Hat geklappt. Alter. Wie wir aussehen. So. 18.000 Seelen. Wir könnten davon ordentlich leveln. Moin, Orb. Aber ich will... So, ich zünd erstmal die Lampe an. Das ist die Frage. Gehe ich da jetzt einfach runter und klopp die weg, sodass ich noch auf... Nee, ich gehe jetzt in die Jägerhain und plopp ein paar Seelen, das ist auch nicht so schlimm. Also Blutechos, Dinger, Konservierungsstoffe, whatever. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder erreicht? Ich weiß es nicht, ich gehe aber erstmal zu dem Knilch, der wird mir das schon sagen. Der in der Werkstatt. In der kleinen da. Der wird jetzt bestimmt wieder der Rollstuhlknecht da sein. Aber ich will mir jetzt nämlich dieses Schwert kaufen. Das Großschwert. Einfach, weil ich es haben will. Dann muss ich an anderer Stelle zwar vielleicht ein bisschen mehr farmen, um aufzuleveln, aber... Ja, ich bin da so ein Waffenjunkie. Ich brauche die alle. Warte mal. So. Dann gehe ich mir das jetzt nämlich kaufen. Ja, wieso? Kann ich in diese Dungeons? In die Chalice Dungeons? Damit muss ich mich auch nochmal beschäftigen. Auf jeden Fall. Gegenstand erlangen. Und ich möchte mich auch mal mit diesem Set hier... Muss ich mal gucken, eigentlich, wie die Werte von meinem sind. Ob das hier viel besser ist oder nicht. Auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt erstmal Ludwigs heilige Klinge. Oh, die braucht... Stimmt, die braucht 12 Dings. Wie viel habe ich denn? 2. Ah, da muss ich auch noch... Ah, scheiße, ey. Warte mal. Okay, man kann den also gar nicht ausrüsten. Sonst war es ja immer so, man konnte sie nicht effektiv benutzen.
Hier kann ich sie nicht ausrüsten. Willkommen da. Was für. Eigentlich nichts. Tschüssi. So, bist du da? Ey. Rollstuhlmensch. Der ist nicht da, der Sack. Der ist einfach nicht da. Okay, dann weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wo ich storymäßig hin muss. Also ich habe da den einen Plan. Wie ging's denn da hin? Wie sind wir denn da hingekommen? Wir waren doch da in so einem Wald. Zu so einem Wald sind wir gekommen. Da sind wir irgendwo runter. Scheiße, ich weiß es gerade nicht. Ich meine, wir könnten natürlich auch... Ich meine... Hier haben wir doch jetzt alles, oder? Das haben wir noch nicht freigeschalten. Und hier ist ja schon das nächste, also... Na gut, dann haben wir jetzt aber erstmal das Großschwert. Die Molotovs kann ich auch wieder weglegen. Aber ich werde mir mal ein paar Kiesel ausrüsten. Da muss ich nicht mal schießen, wenn ich jemanden anlocken will. So, ja, wo geht's jetzt hin? Hannover, weißt du, wo es jetzt hingeht? Ich gehe jetzt einfach erstmal hier zur Kathedrale, weil das, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt ist. Dann kann ich mich auch nochmal durch die ganzen Boys schnetzeln. Weil... Dann kriege ich vielleicht wieder ein paar Blutfionen und ich kriege ein paar Seelen, damit ich aufleveln kann, damit ich das Schwert benutzen kann. Junge, Junge. Ich muss sagen... Ja, irgendwie... Ich finde dieses Spiel... Oh... Große Kathedrale. Hä? Und das war jetzt nicht die Kathedrale des guten Kelchs, oder was? Ach, die Kathedrale des guten Kelchs war die unten, oder wie? Oh, ist ja auch okay, dann bin ich jetzt halt hier. Die bei der... Bei Alt-Jamnam, Janam, also die bei der Giftbestie. Lol. Ja, der ist einfach schneller. Sonst zeigen die doch immer auf einen. Was ist denn heute los mit denen, ey? So wird das nichts mit dem Treffen. Aha, getroffen. Aha, getroffen. Lol. Ja, ich habe halt keine Blutfiolen. Also gar keine. So, und da bin ich tot. Ja, das war halt schon überhaupt eine doofe Idee. Mann, ich brauche Blutfiolen. Sonst traue ich mich nirgendwo hin. Aber ich wollte hier halt auch tatsächlich nicht hin. Ich wollte zu den anderen. Zu den weißen Gewändern, weil bei denen droppt man relativ oft Blutfiolen. Und die sind leichter, weil die sind mit einem Parry tot. Und die hier sind so anstrengend mit ihrem scheiß Baum, ey. Ich hasse die übel. Kommen die ja mit den komischen Dingern. Auf welche Idee kommt man denn, dass man so ein Ding rumträgt? Die sind echt krank im Kopf. So. Jetzt gab's in dein Gesicht. Weißt du, brauchst du gar nicht so drauf hocken. So. Jetzt hat er nämlich auch vernünftig ausgeholt und nicht irgendwie super schnell wie sonst. Also wie vorhin. Und naja, ich will ja aber weiterkommen. Ich will ja nicht... Scheiße. Scheiße, ey. Der ist so schnell mit seinem Ding. Ich weiß auch nicht, warum sie die ganze Zeit so blau leuchten. Ist euch das mal aufgefallen? Quecksilberkugeln, hey, das ist das, was der Mensch braucht.
Ging es hier? Ach so, hier ging es sogar weiter, ne? Hier war das. Hier ging es runter, glaube ich. Jo. Und auf der anderen Seite ging es ja auch weiter. Von der Treppe. Aber da waren diese beiden gemeinen Knilche, mit denen ich so Probleme hatte. Und ohne Blutfiolen schaffe ich die 100 pro nicht. Aber hier komme ich auch nicht großartig weiter, denke ich mal, ohne Blutfiolen. Aber man könnte es versuchen. Da hinten stehen welche. Wo ist denn jetzt schon wieder? Was ist das denn für einer? Der taucht da auf einmal auf. Oh nein, jetzt habe ich natürlich beide getriggert. Ach, da schießt einer. Hör mal auf mit dem Scheiße. Natürlich schießt da auch noch einer. Wie sieht das anhört, wenn die schießen, ey? Jetzt auf Raketen einschlagen. So. Der hat ein Aiming, ey. Der haut mich jetzt bestimmt um, ey. Ja. Neue Monster mit neuem Moveset. Der sieht ja auch geil aus. Der sieht aus wie, wie heißt das Pokémon? Wie heißt es denn, dass auch nur so Tentakel-Schwabbel sind und dazwischen Augen? Es ist blau. Ich komme gerade nicht drauf. Ich sehe es genau vor mir. Das Gute ist, jetzt kommen wir hoffentlich Full Life ein. Ich renne jetzt auch, glaube ich, einfach an den Boys da vorbei. Weil ich muss halt... Ich müsste halt eigentlich mal runterrennen oder mich in den Jägerhain teleportieren. Es ist schade, dass man nicht von Lampe zu Lampe springen kann, sondern immer wieder in den Hain zurück muss erstmal. In den Traum, meine ich. Mann, für mich ist das der Jägerhain. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Also ich meine, brauche ja auch nicht, weil zu beiden Seiten dieser Kathedrale hier sind Wege, die weiterführen. Tag. Und tschüss. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein paar Blutfiolen wieder. Und ich hoffe, ich kann irgendwie gegen die Boys klarkommen. Also die sind ja nicht von vornherein da. Haben wir ja gerade festgestellt. So, komm her. Wow. Na komm. So viel zu Full Life. Schön, dass du da festbackst. Hat schon wieder einer geschossen gerade? Und da ist so ein Sichelknecht. Ich verstecke mich einfach hinter dem Baum. Dann sieht er mich nicht. Uiuiui. Ah. Oh! Nee, das ist nicht gut.
So, sorry. Natürlich ist hier noch so ein Sichelknecht, der kann ich den parryen. Ich versuch's einfach. Ja, hat geklappt. Gib mir dein Herz. Dein dunkles, dunkles Herz. Verfluchter Mäßiger. Gib mir mal lieber eine Lampe, ey. Ist das da eine Lampe? Hemwick, Knochenstraße. Und hier ist eine Lampe. Das ist wirklich geil. Oh, ich habe schon wieder 4000 Seelen. Wo habe ich die denn her? Was sind das denn da für Vogelscheuchen, ey? Na komm. Komm her. Lol, also... One-Hit? Okay. Aber leider die schlechte Sorte One-Hit. Los! Vor allem, was hat der denn für Kiesel, ey? Überlegt euch mal, wenn ihr so einen Kiesel werft, der tötet ihr Leute mit. Scheiße. Nein! Alter, die hat übel schnell zugeschlagen. Damit war ich tatsächlich komplett überfordert. Auf einmal, die hält ihr Hackbeil so. So. Und auf einmal, zack, ins Gesicht. Und das zweite Mal habe ich sie geparried, aber da hat sie mich halt mit der Fackelfeuer noch erwischt. Hey. Schade. Oh, liegt so Zeug, das ist schon mal geil. Niemand hat's gefressen. Die da unten, die kann man noch gar nicht locken. Das ist voll nett. Man muss sie erst mit dem Schuss aufschrecken. Na gut, aber die halten halt nichts aus, ne? Slash! In your face! Weil ich trotzdem denke, dass sie noch irgendwas Fieses können. Blutviole, ey, jetzt haben wir eine. Jetzt sind wir schon unsterblich, ey. Na komm, und die tanzen da rum im Kreis, ey. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Sind das diese Mondanbeter? Kann das sein? Nee, die Mondanbeter sind wer anders, glaube ich. Na komm. Dankeschön. Wolltest du mich austricksen? Ich traue da ja auch nicht, dass dann nicht noch welche sind. Nix hier brennen, brenn selber. So, Blutfiole Nummer 2. Ich will mir halt, wie gesagt, eigentlich keine Blutfiolen kaufen. Oh. Das war so klar. Oh, was hat die denn da? Nein, die Range, ey, was ist das denn? Kack die Wand an. Ich hätte eine Blutfiole nehmen sollen, ey.
Ja, ich weiß auch nicht, was sie da rumtanzen, ey. Heide Witzka. Mann, ich wusste es doch. Ich hab mich trotzdem nicht umgesehen. Ah, Mann, ich hasse mich manchmal so selber. Gerade in Dark Souls und sowas. Ist das so furchtbar. Da weiß ich, dass Sachen kommen und dann... Junge, Junge. So. Und die da hat die. Alles klar. So, aufgeschreckt. Hi. Wer lässt denn hier die alten Dorfweiber raus? Wer hat die denn rausgelassen? Die sollen hier nicht spielen. Na komm. Meine Seelen wieder. So. Danke. Dafür habe ich kein Verständnis, ey. Kiesel! Manchmal hat er eine höhere Range als manchmal. Gutes Deutsch. Voll der sinnvolle Satz. Ich kann ihn übelst schnell anzünden, glaube ich. Hat sie auch gerade gehört, sie hat es übelst schnell gesagt schon. Brenn! Brenn! Was ist das hier eigentlich für Bilder? Da oben ist eine. Ich gehe mal hier von hier rum. Ach, und hier ist die mit der glühenden Kacke. Selber Abschaum, guck die mal an, ey. Du bist... Fuck, Alter. Die Range. Und dann, das ist halt auch das Problem. Wenn sie anstürmt, sie geht einfach seitwärts an Sachen vorbei. Aber sie hält trotzdem nichts aus. Ich muss einfach nur draufkloppen. Nervig. Jetzt habe ich wieder keine Blue Tio. Ganz ruhig. Oh, da ist eine rote Laterne. Da wohnt jemand drin. Da, da ist doch was, oder? Ach, ein Hebel. Tritt vor. Vorsicht vor Fallen. Mhm. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. So rede ich auch immer. Finde ich gut. Gerät funktioniert nicht. Was bitte ist gerade passiert? Was war das gerade? Was war das? Hä? So lungert hier jetzt noch irgendwer rum. Da! Die kam nämlich vorhin, glaube ich, mit dazu.